Du willst immer noch krassere Bauchmuskeln? Hast nicht aufgegeben und machst immer noch mit? Dann herzlich willkommen zu Tag 10 der 30-Tage-Plank-Challenge. Wenn du diesen Plank gemacht hast, dann hast du ein Drittel geschafft. Und zu diesem Jubiläum lade ich dich herzlich ein, mit mir mitzuplanken. In dieser Challenge geht es darum, so lange zu planken, wie man kann. Und das jeden Tag aufs Neue, für 30 Tage. Als ich diese Challenge angefangen habe, war meine Zeit 2 Minuten 41. Doch im Laufe der Zeit wurde ich immer besser. So wie viele andere, die hier mitmachen. Wenn du noch dabei bist, dann schreib in die Kommentare. Und ich bin stolz darauf, dass du es bis hierhin geschafft hast. Du hast 10 Tage der 30-Tage-Challenge durchgehalten und damit etwas geschafft, was viele andere noch nicht geschafft haben und es vielleicht auch nie schaffen werden. Du hast Durchhaltevermögen und Willenskraft bewiesen. Und jetzt geht es darum, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Oder hat Ruffy aufgegeben, Piratenkönig zu werden, nur weil er nicht bei Shanks mitsegeln konnte? Oder hat Rock Lee aufgegeben, Taijutsus zu lernen, nur weil er kein Chakra hatte? Oder Naruto, weil er gehänselt wurde und kein Talent für Jutsus hatte? Ganz genau. Sie sind immer wieder aufgestanden und haben jede Herausforderung mit einem Lächeln entgegengeblickt. Und genau diese Einstellung willst du haben, wenn du es bis hierhin geschafft hast. Egal wie viel Zeit du für deinen Plank brauchst. Das Ziel ist es, deinen eigenen Plank zu verbessern. Aber wenn du es auch nicht schaffst, ist das zweitrangig. Denn das Wichtigste ist, dass du mitgemacht hast. Und dass du den Plank überhaupt an diesem Tag angefangen hast. Denn dadurch zeigst du der Welt und deinem Umfeld, du bist ein Macher. Du nimmst dir etwas vor und ziehst es durch. Und bist gewillt, jede Herausforderung zu meistern. Als ich diese Challenge angefangen habe, dachte ich mir, ja, ich will mal 10 Minuten erreichen. Und ich war mir echt nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Doch jetzt, nach 10 Tagen, nach den ganzen Erfolgen, die ich jetzt schon erlebt habe, merke ich, dass ich ein neues Ziel brauche. Und das werden jetzt 15 Minuten sein. Was ist dein Ziel? Schreib es auf, entweder unten in den Kommentaren oder auf ein Blatt oder auf ein Zettel oder in eine Notiz. Und siehe, wie du Tag für Tag immer näher an dein Ziel kommst. Und das Schritt für Schritt. Denn das reicht auch. Du musst nicht direkt auf dein Ziel springen, sondern Schritt für Schritt dich deinem Ziel nähern, um dann genau das zu erreichen, was du wolltest. So einfach ist es. Also kneif deine Arschbacken zusammen, stell dich auf den Boden und plank mit mir mit, anstatt nur zuzuschauen, wie ich planke. Oder wie 100 andere planken neben dir. 10 Minuten Zeit ist echt nicht viel. Und einen Boden zum Planken hat auch jeder. Also erfinde keine Ausreden, denn damit schadest du nicht anderen, sondern nur dich selbst. Darum bitte ich dich, mach das nicht für mich. Das bringt mir nichts. Mach das für dich. Für deine Ziele. Für dein Zeichen, dass du kannst, was du willst. Und dass du gewillt bist, alles dafür zu geben. Du bist dir am nächsten. Und darum kannst du dir am meisten helfen. Dich so weiterzuentwickeln, dass du stets die bessere Version von dir selbst bist. Und das jeden Tag aufs Neue. Steh mit einem Lächeln auf. Und bewältige die Herausforderung. Und danach bist du stärker, älter und weiser. Und hast dadurch etwas fürs Leben gelernt. Eine Qualität, die dir so wichtig ist, dass sie dir Türen öffnen kann, von denen du gar nicht wusstest, dass es die gibt. Die es dir ermöglichen wird, jedes Ziel zu erreichen, das du erreichen willst. Und die dir dadurch zeigen wird, was alles Schönes auf dieser Welt gibt. Und das alles nur, weil du Durchhaltevermögen, Willenskraft und Disziplin zeigst. Sei einfach ein Macher. Und interessier dich nicht dafür, was andere über dich denken. Oder was die sagen oder was die von dir verlangen. Wenn dir etwas wichtig ist, dann kämpf auch dafür. Und gib nicht sofort auf, nur weil irgendein Larry sagt, ey, das kannst du noch gar nicht. Beweise ihm erst recht, dass du das kannst. Denn genau das, was du beschützen willst, das, was du erreichen willst, dafür lohnt es sich doch erst recht zu kämpfen. Und natürlich wird es nicht ganz einfach sein. Aber du wirst merken, wie sehr es dich erfüllen kann. Und du wirst eine Glückseligkeit spüren, bei der du gedacht hast, die würdest du nie bekommen. Darum fang einfach an. Just do it! Mach einfach. Irgendwas, mach es. Und werde dir davor klar, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Wo willst du hin? Wo willst du in einem Monat sein? In einem Jahr, in 5 Jahren. Und schreib dir das auf. Und versuch herauszufinden, wie kommst du dahin. Und dann mach das, was dir einfällt. Oder was du herausgefunden hast, was du machen kannst. Und schwurbidiwupp, Avada Kedavra, du bist einen Schritt näher. Denn wenn du nichts machst, was soll dann passieren? Aus nichts kommt nichts. Auch Häuser werden Backstein für Backstein gebaut, ne? Schritt für Schritt kommen sie an ihr Ziel näher. Und dadurch, dass du täglich Sport machst, legst du einen Grundstein. Denn körperliche Gesundheit ist eine der wichtigsten Sachen im Leben. Und das kannst du jedem Doktor fragen. Der wird dir ungefähr das Gleiche sagen. Und lass dich einmal durchchecken. Denn dadurch kannst du auch herausfinden, wie du dich am besten ernähren kannst und worauf du am meisten achten solltest, um deine körperliche Gesundheit zu verbessern. Heute habe ich mal einen neuen Trick versucht. Und zwar habe ich den auf dem Kanal von Jupiter die Melone gesehen. In dem wurde vorgeschlagen, dass man sich ein Lied hören soll, das einen richtig motiviert. Und am besten hat das Lied oder die Lieder eine Länge von der Plank.
Gedenkdauer, die man erreichen will. Leider hatte ich keine Möglichkeit, ein Lied abzuspielen, weil mein Handy zum Videomachen benutzt wurde. Darum habe ich einfach gezählt, weil ich auch keinen Timer hatte, und beim Zählen meine Lieblings-Anime-Openings gesungen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was euer Lieblings-Anime-Opening-Song ist. Ich kann mich da echt nicht entscheiden, aber ich habe echt viele, die ich gerne höre. Und ich muss sagen, obwohl heute Tag 10 ist, habe ich mich heute für den Plank am besten gefühlt. Und er ist mir leichter gefallen als sonst, weil ich gemerkt habe, dass ich Spaß dran hatte. Und irgendwie mega stolz auf mich war, dass ich 10 Tage hintereinander geschafft habe. Und ja, ich weiß, 10 Tage klingt jetzt echt nicht viel. Aber das Gefühl, das ich in dem Moment hatte, war einfach überwältigend. Und dadurch hatte ich mehr Bock denn je, überhaupt einen Plank zu machen. Und ihn einfach durchzuziehen. Und nicht aufzugeben. Und einfach weiterzumachen. Weiter und weiter und weiter, bis es wirklich nicht mehr geht. Und jedes Mal, wenn ich den Plank gemacht habe, dachte ich, ein bisschen könnte ich noch. Und dieses Mal wollte ich dieses bisschen herauskratzen. Geht es dir da genauso? Außerdem fand ich es mega, die Kommentare immer durchzulesen. Ich habe so viel positives Feedback zurückbekommen. Und ich habe gemerkt, dass es genau richtig ist, was ich hier mache. Und dass ich dadurch sogar eine große Veränderung bewirken kann. Wie zum Beispiel hat ein Follower es geschafft, auch seinen Vater dazu zu bringen, zu planken. Und das nur, weil er jeden Tag mitgeplankt hat. Oder viele andere, die motiviert wurden, mitzumachen und Sport zu machen überhaupt allgemein. Weil ihnen einfach die Motivation gefehlt hat und weil sie wissen, dass sie das brauchen und dass sie das wollen. Und darum werde ich nicht aufgeben, diesen Channel weiterzutreiben und bis in die Höhe schießen zu lassen. Es wird nicht einfach sein. Aber ich werde lächeln und diese Herausforderung annehmen. Challenge accepted. Und ich danke euch. Ich danke für jeden, der jedes Video geliked, kommentiert und irgendwie mir geschrieben hat. Danke aus tiefstem Herzen. Ihr seid mein Benzin, mein Strom, meine Energie, um weiterzumachen. Und ich weiß nicht, was ich ohne euch machen würde. Gerade bin ich dabei, einen YouTube-Channel zu machen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, in welche Richtung ich gehen soll. Ich weiß, ich liebe es, Videos zu machen und andere glücklich zu machen oder auch nur zum Lachen zu bringen. Und ich wünsche mir das auch, dass ich das erreichen werde. Was denkt ihr darüber? In welche Richtung sollte ich gehen? Was für Videos würdet ihr gern von mir sehen? Was könntet ihr euch vorstellen? Oder habt ihr auch Lust auf was ganz anderes mit mir? Zum Beispiel könnte ich auch Einzelunterricht anbieten. Oder auch Gruppenunterricht. Was es auch ist, ich werde mein Bestes geben und werde Schritt für Schritt jeden Tag weitergehen, um mein Ziel zu erreichen. Und irgendwann dann in der Zukunft werde ich auf meine alten Videos zurückblicken und werde mir denken, oh damn, was habe ich denn da gemacht? Aber ich werde überglücklich sein, dass ich es einfach gemacht habe. Dass ich einfach angefangen habe und nicht aufgehört habe. Dass ich diesen einen Plank auf der Bank so lange durchgezogen habe, wie ich konnte. Und dabei mit schmerzverzerrtem Gesicht lustig und fröhlich Anime-Openings gesungen habe. Das wird geil. Und genau darauf kämpfe ich hin. Was ist dein Wunsch? Was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Und tust du auch alles dafür, um dieses Ziel zu erreichen? Wenn du noch nicht angefangen hast, dann fang heute an. Denn es ist niemals zu spät, um anzufangen. Und du bist es wert. Wert, um zu kämpfen. Darum, kneif deine Arschbacken wieder zusammen. Drück dich mit voller Kraft hoch. Und halte diesen verdammten Plank so lange, wie du kannst. Denn du bist ein Macher. Das war Tag 10 der 30-Tage-Plank-Challenge. Und danke an alle, die bis hierhin geschaut haben. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß und auch wie ich sehr viel Freude daran mitzumachen. 20 Tage fehlen uns noch, aber die meistern wir easy. Wir sehen uns morgen wieder. Team Plank!